Was wir gesehen haben, ist, der Klimaschutz wurde gewählt, aber gleichzeitig die europapolitische Blockade der Großen Koalition abgewählt. Klimaschutz und die Stärkung des europäischen Zusammenhalts müssen jetzt auf die Tagesordnung. Statt weiterer Blockade der Großen Koalition in Europa brauchen wir einen gemeinsamen Aufbruch für Europa. Und deshalb geht es uns um europapolitisches Handeln beim Klimaschutz, für eine Agrarwende in Europa, aber auch für Investitionen in europäische Gemeinschaftsprojekte.